Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Heute geht's um Erbrechen beim Hund. Du schaust hier rein, weil dein Hund öfters mal erbricht. Heute will ich dir nichts über die Ursachen von Erbrechen erzählen. Das ist natürlich eine längere Aufarbeitung. Heute will ich dir erzählen, was du zu Hause tun kannst. Was heißt erzählen? Ich will dir etwas zeigen mit deinen Händen. Die hast du immer dabei. Und es wäre einfach schade, wenn du sie nicht benutzt. Viele Leute streicheln ihren Hund viel und knuddeln ihn, lassen sich abschlecken. Und ich gebe gern als Hausaufgabe die Kieblersche Falte. Da gibt es schon Videos darüber. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie ihr auch Erbrechen stoppen könnt, nur mit den Händen. Es funktioniert in vielen Fällen. Ob es in eurem Fall funktioniert, kann ich natürlich nicht versprechen. Aber ich möchte euch diesen Tipp geben, es einfach mal auszuprobieren. Unter euren Händen entsteht Wärme. Wenn ihr die Hand auf den Rücken legt und eine unten auf den Bauch, dann entsteht Wärme. Und durch die Wärme können sich Verspannungen lösen, die wir automatisch haben bei Bauchschmerzen. Und wenn sich die Verspannungen lösen, kann sich auch der Bauch wieder lösen und die Schmerzen werden weniger. Und das kann sogar in Fällen dazu führen, dass Erbrechen gestoppt wird. Sogar schon in dem Moment, wo es gerade beginnt. Weil das ist ja dann der Moment, wo ihr merkt, hier stimmt was nicht. Entweder muss ich schnell raus mit meinem Hund oder ich probiere das mal aus. Oder beides. Ihr geht schnell raus, der Hund steht draußen und dann legt ihr eine Hand auf den Rücken und eine nach unten. Und dann schaut ihr, was passiert. Und dann ist das Wichtigste und für viele Menschen auch Schwierigste zu warten. Einfach nichts zu tun. Auch nichts an irgendwas denken. Und wenn, dann denkt an was Schönes. Das kann die Wirkung noch unterstützen. Und dann kann es sein, dass der Hund schmatzt, dass er sich hinlegt, dass er sich schüttelt. Wartet, bis eine Reaktion kommt. Im besten Fall ist es eine positive Reaktion. Und wenn dem so ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Das kann ja auch für andere hilfreich sein. Also viel Erfolg für dich und deinen Hund.